Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, das hier ist im Grunde eine der Videoreihen, die mir persönlich sehr, sehr viel bedeuten. Es geht natürlich, wie ihr dem Titel entnehmen konntet, um meine aktuellen Favoriten im Bereich 42a-konform. Es ist zwar eine Weile her, dass ich ein solches Video gemacht habe, aber generell war es relativ lange her, dass ich Videos gemacht habe. Von daher ist das auch nicht verwunderlich. Ebenso wenig ist verwunderlich, dass sich da bei mir nicht so viel geändert hat. Nichtsdestotrotz, die Zusammenstellung ist natürlich immer ein bisschen anders. Das liegt ganz einfach daran, dass sich dann vielleicht auch die Vorlieben ein bisschen verändern und hin und wieder ist dann vielleicht doch nochmal ein Messerchen dazugekommen. Von daher, lasst euch mal überraschen, was jetzt für 5 Messer plus ein Honorable Mention auf dem Tisch landen. Bei dem Bonusmesser handelt es sich um Messer, das nicht mir gehört. Das ist nur zu Besuch bei mir. Aber das ja, hat es mir doch schwer angetan, das muss ich sagen. Gruß raus an der Stelle an den Paddy. Jetzt überlege ich, ob wir mit alten Bekannten anfangen oder mit neuen Freunden oder wie sagt man so schön. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Messer, das von denen hier am längsten bei mir ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich mittlerweile dasjenige, das von den jetzt gezeigten Messern auch das teuerste ist. Das ist nämlich das Arno Bernard Ringhals. Benannt nach der Ringhals-Kobra, einer Giftschlange, die in Südafrika beheimatet ist. Die Version in den Snakeskin Carbon Fiber Schalen hat tatsächlich auch dann Ähnlichkeit mit der Schuppenzeichnung der Schlange. Das ist also richtig, richtig cooles Material. Bei Südafrika war für mich natürlich immer das Warzenschwein sehr weit vorne, also ein Ringhals mit der Warthog Warzenschwein Beschalung. Das stand bei mir immer ganz, ganz weit oben auf der Wunschliste. Ja, wenn dann eins da liegt mit Mammutbackenzahn, dann soll man sich eigentlich nicht dran geben und über andere Modelle nachdenken. Aber man darf das ja mal laut aussprechen, das sollte ja nicht das große Problem sein. Arno Bernard Ringhals, zuletzt nicht mehr ganz so oft dabei, da sich doch ja, andere ein bisschen hervorgetan haben, beziehungsweise eins eingeschlagen hat wie eine Bombe. Womit ich nicht gerechnet hatte. Ja, wir machen das weiter in der Reihenfolge des Alters, würde ich sagen. Und dann müsste an der nächsten Stelle das Lion Steel Bestman Mikata stehen. Für mich auch eines der schönsten Slipjoint-Taschenmesser am Markt. Doppelte Backen, Titan, dazu die Mikata-Schalen. M390 Droppoint Klinge mit Swedge und Long Pull. Hier wird einfach so ziemlich an alles gedacht, was mir gefällt. Als hätte man dieses Taschenmesser extra für mich entworfen. Einfach großartig. Das Bestman ist im Moment das, was dem Bolos Droppoint so ein bisschen den Rang abgelaufen hat in meiner Gunst. Das heißt natürlich nicht, dass ich das Bolos nicht mehr mag, sondern einfach nur, dass das Bestman im Moment ein ganz klein bisschen mehr Hosentaschenzeit bekommt. Und es macht einfach riesengroßen Spaß. Das ist ein wunderschönes Taschenmesser. Es ist tauglich, es hat eine sehr unaufdringliche Form. Ja, Sheeple-friendly. Ich benutze das Wort eigentlich nicht so gerne. Jetzt habe ich es im zweiten Video hintereinander gesagt. Wobei, ist noch die Frage, ob das beim ersten Dreh des vorherigen Videos oder beim zweiten Dreh des vorherigen Videos war. Hatte ich ein kleines technisches Problem und habe das Video nochmal neu drehen müssen. Es kann also sein, dass es, dass ich es zwar gesagt habe, aber dass ihr es nie gehört habt, weil die Version niemals online gegangen ist. Nun gut, es ist auf jeden Fall sehr unaufdringlich, es ist hübsch, also definitiv ein perfekter täglicher Begleiter. Beim Ringhals, ich glaube, ich habe es noch nie solo vorgestellt, das wird auch mal allerhöchste Eisenbahn. Beim Ringhals glaube ich sogar, dass das das nahezu perfekte Taschenmesser ist. Aber ja, wenn man streng drüber nachdenkt und sich wirklich mal Gedanken macht, was man täglich mit so einem Taschenmesser anstellt und wozu man es braucht, über die Schnitthaltigkeit des Stahls etc. pp., verwendete Materialien,
Dann kommt das Lions-Ziel wahrscheinlich am Ende auf ähnlich viele Punkte. Dementsprechend ist es schwierig, da ein Urteil zu fällen, zumal dann, ja, ich glaube, dass Ringhals fünfmal so teuer oder sechsmal so teuer ist wie das Lions-Ziel. Das ist natürlich dann auch ein riesen, riesen Vorteil, den das Lions-Ziel mit sich bringt. Aber lassen wir das, wir gehen weiter. Ja, das nächste Taschenmesser, ja, ein fantastisches Design. Ah, da möchte man dem Designer doch auf die Schulter klopfen, was da für ein großer Wurf gelungen ist. Entschuldigt bitte ein bisschen die Lobhudelei. Das ist mein Tuya Knives Tortuga. Nach dem Blackbeard mein zweiter Entwurf, der von Tuya in Zusammenarbeit mit Writing Turning Flipping gebaut wurde. Ich liebe es nach wie vor. Das ist auch das Messer, was mich am häufigsten begleitet. In der Regel war es die braune Version. Das hier ist die grüne Mikata-Version. Das ist das matte, unpolierte Mikata. Ich hatte bei der anderen Version, habe ich es griffbereit? Ja, habe ich. Hatte ich das Mikata mal ganz leicht mit ein bisschen Micromesh anpoliert, einfach um zu schauen, wie sich ein Used-Look entwickeln würde, um den Leuten zu zeigen, in welche Richtung das im Anschluss mal geht, wenn man das Messer einfach mal eine Weile in der Hosentasche hatte. Ja, jetzt könnte man fragen, ob man das mit einem Prototypen machen sollte. Ihr seht, das Ding wird genutzt. Das hat auch überall Spuren, kleine Kratzer und Snail Trails. Also das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich liebe die Teile so sehr. Das sind, auch wenn es Prototypen sind und die beide mit der Null, mit der Doppel-Null gemarkt sind, sind das natürlich trotzdem User für mich. Und ja, ich bin so stolz auf das Teil und es macht mir so eine Laune, dass ich es auch wirklich gerne dabei habe. Also, Tuya Knives Tortuga, definitiv auch eins meiner meistgenutzten in letzter Zeit. Vielleicht von denen, die auf dem Tisch liegen, das am meisten in die Hosentasche wandert, wenn ich das Haus verlasse. Definitiv in den Top 3. Aktuell, zumindest wenn es darum geht, was nehme ich mit, wenn ich unterwegs bin, ist ein weiteres Tuya, nämlich das MAS, das MAS, das Martin Anegan Street Legal. Doppel-Detent. Fantastische Details, fantastische Verarbeitung. Handlage für so ein kleines Messer, da man hier die Möglichkeit hat, ein bisschen vorzugreifen. Handlage für so ein kleines Messer, absolut spitze. Ziemlich derber Hohlschliff. Sehr fein ausgeschliffen. Dadurch, dass der Hohlschliff wirklich, wirklich sehr ausgeprägt ist, muss natürlich ein bisschen Schulter hinter der Phase stehen. Aber trotzdem ist das Ding hier ein wirklich, wirklich tolles, tolles, taugliches Taschenmesser. Mit wunderschönen Materialien, toll verarbeitet. Natürlich sieht man diese Messer auch die Benutzungsspuren an, das ist ja ganz klar. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz großer Wurf gewesen zwischen auch wieder in dem Fall dann Martin Anegan, Writing Turning Flipping und Tuya. Wirklich toll geworden. Ich hatte leider noch nie die Chance, ein Custom von Martin in den Händen zu halten, aber ich hoffe, das ergibt sich auch mal irgendwann. Nicht, dass ich mir erlauben könnte, eins zu besitzen, aber zumindest mal, dass man einen Vergleich hat, wie es von der Serienversion zur Custom-Version dann nochmal nach oben geht. Viele Leute haben tatsächlich gesagt, dass dieses Messer für das, was es bietet und die Materialien, die es mitbringt, viel zu günstig ist. Ich glaube, das war bei Sascha im Shop bei Writing Turning Flipping für um die 170 €, nagelt mich nicht fest. Aber das ist schon vor allem dann intern noch mit dem Sonnenschliff auf den Titanplatinen, mit dem Wüsteneisenholz, dem Stahl, dem Anschliff, der Innovation mit dem Doppel-Detent, generell die Verarbeitungsqualität. Also das Teil, das spielt für seine Preisklasse wirklich auf einem anderen Level. Und dazu kommt dann noch eine Clip-Slip mit, die wirklich passgenau ist, die toll verarbeitet ist. Also hier, wer die Chance hat, eins zu kriegen, haut rein, Leute, nimmt das Teil auf jeden Fall mit. Das ist eine fantastische Ergänzung für jede Messersammlung und für Leute, die gerne Slip-Joints dabei haben, auf jeden Fall erst recht, denn das Teil, ja, bringt eigentlich alles mit, was man von einem Slip-Joint so erwartet. Also, ja, also Hut ab, tolles, tolles Teil. Ja, jetzt kommt
quasi der Überraschungsgast in dieser Runde. Hätte ich niemals mit gerechnet, dass das Teil bei mir so einschlägt. Die Farbe war, glaube ich, angegeben als Fruit Green. Es ist tatsächlich in Wirklichkeit knatschgelb. Es kriegt langsam ein ganz klein bisschen Spuren. Das ist bei dem G10 aber auch ganz normal. Das ist ein bisschen rau, das ist eine helle, leuchtende Farbe. Und wie man das von Spider-Kurs kennt, die eine ähnliche Farbe hatten. Die Dinger verfärben sich halt im Laufe der Zeit. Allerdings hat das Teil auch nur 22, 23 Euro gekostet. Bei Yuzaya im Shop, bei Michael. Es ist ein Sanrenmu, es ist ein Slip-Joint, klassische Rückenfeder. Pivot-Collar in Blau passt natürlich zu diesem leuchtenden Gelb ganz hervorragend. Clip in Blau, Sandvik Stahl. Tatsächlich, also hier 12C27. Vor ein paar Jahren fandst du es noch toll, dass ein echtes Lajol nur mit Sandvik 12C27 daherkommt. War so eins der Merkmale, wenn man eingestiegen ist, worauf man achten sollte. Und jetzt kriegst du 22 Euro Sanrenmu mit dem Stahl, Swedge, Nagelhau. Für so ein, ich glaube, nicht mal 30 Gramm oder 33 Gramm Messerchen. Eine fantastische Handlage. Das kommt halt relativ regelmäßig mit. Allerdings nutze ich das Teil hauptsächlich zu Hause, um mir zu den Mahlzeiten dann meine Tomaten, Gurken, Radieschen, was auch immer zu schnibbeln, nehme ich immer dieses Messerchen her. Und ganz ehrlich, ich habe es mit allen anderen auch gemacht. Das schneidet tatsächlich am saubersten, vor allem was die frischen Radieschen angeht. Die sind ja immer so ein kleiner Gradmesser für mich, was Schneidperformance angeht. Das Ding ist super fein ausgeschliffen, kommt in einer schönen Optik daher, gibt es in verschiedenen Farben, kostet quasi nichts. Und bringt dann noch so eine Innovation mit, dass du den Clip, der innen sitzt, der gar nicht außen verschraubt ist, durch Zusammendrücken irgendwie noch rausziehen kannst und dann einfach umsetzen kannst. Ich meine, ey, wo gibt's denn das denn für die Kohle? Muss mir erstmal einer sagen. Also großartiges Teil, das kleine Sanrenmu. Wirklich ein Home Run, gerade für das Geld. Ich habe es nicht erwartet. Ich wurde so positiv überrascht und seither aus meiner Rotation gar nicht mehr wegzudenken. Ja, wir sind bei fast 13 Minuten, deutlich länger, als ich es eigentlich geplant hatte. Wie oft sage ich das eigentlich am Ende der Videos? Eigentlich fast jedes Mal, ne? Kommen wir noch zu dem Ehrengast. Ich würde gerne in den nächsten Tagen noch ein extra Video zu diesem Messerchen drehen. Vielleicht bekomme ich ja noch einen kleinen Aufschub und es darf noch 2, 3 Tage länger bei mir bleiben. Das ist ein Willem Steenkamp Slip Joint Südafrika. Schaut euch dieses wunderschöne Taschenmesser an. Crosscut Micarta, was fast aussieht wie Wüsteneisenholz. Schild aus Carbon, Bolster aus Carbon, hauchfeine rote Liner unterlegt, sogar als Trennlinie zwischen Bolster und Micarta, Rückenfeder, Top-Verarbeitung, Top-Abschluss. Also hier an dem Ding stimmt wirklich alles. Ja, und wer Steenkamp auf Instagram nicht folgt, der sollte das auf jeden Fall mal tun. Da kommen aus Südafrika so viele fantastische Taschenmesser. Das Ringhals ist ja auch aus Südafrika. Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit bekomme, demnächst noch vielleicht mal ein anderes südafrikanisches Taschenmesser vorzustellen. Falls ich dann noch mal eins geliehen bekomme, auch wenn ich die Zeit immer sehr ausreize. Die Dinger sind einfach fantastisch. Ich hoffe, dass ich die Zeit noch finde. Das hat jetzt nicht ein einziges Mal den Weg in meine Hosentasche gefunden. Das bleibt schön hier auf dem Tisch. Ich möchte, dass das genau in dem Zustand wieder zurückgeht, in dem ich es erhalten habe. Dementsprechend, das ist natürlich nicht in meiner Rotation, aber ganz ehrlich, wäre es meins, die anderen hätten alle einen schweren Stand. Denn ich bin total begeistert von Größe, Gewicht, Verarbeitung, Materialien, Form. Da stimmt fast alles, also da gibt es kaum was, was ich noch ändern würde. Klar, wenn ich es mir aussuchen könnte, vielleicht wäre es dann doch eher eine Clip-Point-Klinge. Aber ansonsten ist da schon so ziemlich alles genauso, wie es mir gefällt. Gut, das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal eure Lieblings-Slip-Joints oder 42A-konformen Taschenmesser in die Kommentare packt. Vielleicht hat der ein oder andere Lust auf ein Antwortvideo.
Das wäre auch sehr, sehr cool. Solche Aktionen haben wir schon lange nicht mehr gestartet. Ja, ich werde versuchen, in nächster Zeit wieder sehr regelmäßig Videos abzuliefern. Ich habe einiges hier, was ich euch gerne vorstellen möchte. Diese Woche kommt noch ein fantastisches, fantastisches Video zu Lion Steel in Zusammenarbeit mit der Claudia vom Messerkontor. Da kommt was, wo ich niemals mitgerechnet hätte, dass es mich so dermaßen umhaut und abholt. Das wird ein wahres Fest. Ich schaue gerade mal, ob ich euch vielleicht ein ganz klein bisschen anteasen kann. Vielleicht mache ich das einfach nur so. Achtung, Achtung, Achtung. Jede Sekunde, jede Sekunde, jede Sekunde passiert was. Gleich passiert, gleich passiert. Okay, das muss reichen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich hoffe sehr, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn ich euch wieder irgendwas Faszinierendes aus der Messerwelt vorstellen kann. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Wir hören, sehen und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.